So, hallo alle zusammen. Heute schauen wir uns mal das neue Lego Ninjago Magazin an. Das ist die Nummer 118 und heute bekommen wir drei tolle Extras. Zum einen eine sehr coole Minifigur hier von Lord Raz in der neuen Variante und zum anderen eine limitierte Goldkarte und noch ein Booster, beides von der neuen Lego Ninjago Trading Card Game Serie 9 und zwar von der Ergänzungsserie Next Level. So, die Extras habe ich jetzt mal von dem Magazin entfernt, die Minifigur hier oben und die Karten hier unten. Und ich würde sagen, die Karten, die schauen wir uns heute auch wieder als erstes an. Danach werfen wir einen genaueren Blick auf die Minifigur und zu guter Letzt werfen wir noch einen Blick in das Magazin. So, fangen wir hier dann mal mit der limitierten Goldkarte an. Das ist die LE2 von Starker Aaron. Die LE1, die wird dann ja wahrscheinlich wieder im Starterpack mit dabei sein. Ich werde zu der neuen Serie natürlich auch ein paar Videos machen. Falls ihr die nicht verpassen wollt, könnt ihr den Kanal natürlich jetzt schon mal kostenlos abonnieren. Jetzt schauen wir uns mal hier die Karte an mit Aaron eben in seinem neuen Outfit, beziehungsweise halt in dem, Ninja-Outfit, in dem gelben Anzug, den er hat hier mit dem Drachen und der geschlossenen Maske mit den Hörnern hier oben. Ausgerüstet ist er hier jetzt mit einem Katana und hier hinten könnte so ein kurzes Katana sein. Auf jeden Fall nicht mit seinem Enterhaken, den er sonst auch ab und zu dabei hat. Bei der Minifigur ist er ja aus Gummi. Und ja, der höchste Wert der Karte ist hier mit 117 im Tempo. Dann hat er noch einen Abwehrwert von 103, einen Angriffswert von 67 und einen Powerwert von 65. Das war also mal die erste Karte hier von der neuen Ergänzungsserie Next Level. Weiter geht es dann hier mit dem Booster von der Ergänzungsserie Next Level. Ein sehr cooles Design auf jeden Fall mit dem schwarzen Rand. Hier haben wir dann die Minifigur von Lloyd und auch im Hintergrund ist ganz schön gestaltet hier diese gelben Bilder mit zum Beispiel hier einem Gesicht von einem Ninja. Ein paar Blitze sind hier angedeutet, etwas von einem Drachen und so weiter. Sieht auf jeden Fall ganz cool aus. Schauen wir mal von hinten. Hier sieht man auch nochmal die ganzen kleinen Bilder und die verschiedenen Motive, die hier dann zu sehen sind. Und in jedem Booster sind dann wieder 6 Karten drin. Hier hinten sieht man dann mal die Verteilung der Serie. Das ist ja auch immer ganz interessant bei einer neuen Serie. Wir haben links einmal die Standardkarten und rechts die Spezialkarten. Insgesamt wird es 206 Karten geben. Es gibt wieder 10 Ultra-Karten und 4 Platin-Karten, eine in jedem 25. Booster. Mal schauen, ob wir da heute auch eine dabei haben werden. Öffnen wir mal das Booster und schauen da mal zusammen rein. Von hinten sehen die Karten immer noch genauso aus wie immer, also mit diesem roten Design. Und von vorne haben wir hier eine verdrehte. Das wird die Spezialfolienkarte sein. Die geben wir mal nach hinten. Dann geht es hier los mit einer Aktionskarte. Und zwar hoffnungslos mit dem Lloyd. Dann haben wir hier Korallenkrone. Ebenfalls eine Aktionskarte, eine Fallenkarte, zu Boden gedrückt. Dann haben wir hier Legacy Lloyd. Sehr cool mit dem schwarzen Hintergrund. Kann sein, dass das sieht so aus, als ob dieser schwarze Hintergrund jetzt bei allen Basiskarten dann sein wird, beziehungsweise bei den Charakterkarten halt. Hier haben wir Legacy Lloyd, dann haben wir noch Legacy Meister Wu, sehr schön auf jeden Fall, auch mit den ganzen Zeichen hier im Hintergrund in grün. Und dann haben wir hier jetzt noch die verdrehte Karte, wahrscheinlich die Spezialfolienkarte. Und es ist Level Up Kletter Kai, die Level Up Karten gibt es auch wieder und sieht extrem cool aus. Kai hier in seinem Kletteranzug, man erkennt es hier an seinem Gesicht mit den roten Details, ansonsten ist die Figur dann komplett in weiß gehalten mit so ein paar schwarzen Details. Sieht auf jeden Fall sehr cool aus, die Karte. Und diese Level-Up-Karten sind ja auch immer echt extrem stark. Also der höchste Wert hier mit 129. In der Abwehr dann noch ein Powerwert von 125. Auch der Angriffswert mit 96 ist noch richtig gut. Und dazu haben wir noch einen Tempowert von 54. Also auf jeden Fall eine optische, richtig coole Karte. Das waren also mal die ersten Karten von der Ergänzungsserie Next Level zur Serie 9. Gut, und dann schauen wir uns jetzt hier zusammen die Minifigur an von Lord Raz. Die kommt hier wieder in so einem Papiertütchen. Von hinten sieht das Ganze dann so aus. Holen wir hier auch mal kurz alles raus. Dann baue ich die Figur zusammen und dann können wir uns die mal genauer anschauen. So, und hier haben wir dann die aufgebaute Minifigur von Lord Raz oder von Lord Raz. Hier in der neuen Variante, aber ohne seinen Hammer, sondern hier kommt er mit einer Drachenzahnklinge oder mit einer Drachenzahnsichel. Die wurde hier aus ein paar Teilen zusammengesteckt mit einem rot-transparenten Stab hier unten und einer lila Klaue hier vorne.
Zudem hat die Figur dann noch einen Schulterschutz, der steckt zwischen Kopf und Torso. Und bei Lord Raz ist es ja so, dass der Kopf komplett aus einem Teil besteht. Also das ist kein Helm oder keine Maske, also darunter ist kein normaler Minifigurenkopf, sondern dieser schwarze Kopf hier ist dann eben der Kopf von Lord Raz mit diesem Drachen hier oben, der jetzt in rosa oder lila gehalten ist. Sieht auf jeden Fall ganz cool aus und allgemein auch die Bedruckung von der Figur ist super geworden. Hier auch mit diesem Symbol in blau gehalten, ein paar lila Details und viele glänzende Details. Hier, wenn das Licht drauf fällt, sieht man es ganz schön. Schauen wir uns die Figur noch von hinten an. Hier sieht man mal den Kopf von allen Seiten und von hinten sieht die Figur dann so aus. Ich nehme mal kurz den Schulterschutz ab. Dann sieht man hier die Rückenbedruckung nämlich ein bisschen genauer, auch die ist toll geworden. Mit vielen Details, ein bisschen glänzend auch, wenn das Licht drauf fällt und dann eben auch wieder in den Farben hellblau und lila. Also auf jeden Fall eine coole Figur, die hier in dem Magazin dann mit dabei ist. Und durch das Magazin blättern wir jetzt zusammen auch noch mal kurz ein bisschen durch. Schauen wir mal, was uns hier drin noch erwartet. Hier rechts sieht man mal den Meister des Monats, das ist Neuro. Der Meister der Gedanken. Dann geht es auf den nächsten beiden Seiten weiter mit dem ersten Extra, also der Minifigur von Lord Raz. Hier ein paar Informationen zu ihm. Meister, Muskelprotz und Machthaber. Rechts dann auch schon mal das erste Rätsel, beziehungsweise ein Extra. Und hier rechts noch eine kleine Aufbauanleitung für die Minifigur. Und hier die Drachenzahnsichel. Dann geht es weiter auf der nächsten Seite mit der Mission Weltenbummler. Dann kommt auf der Seite 8 hier die Mission Schrottkunst und rechts ein bisschen Werbung für das Lego Star Wars Magazin. Und auf den nächsten Seiten, da geht dann das Comic los. Das sieht mal so aus, da kann ich euch mal die ersten beiden Seiten zeigen. Den Rest werde ich aber natürlich wieder überblättern, weil ich euch ja nicht spoilern möchte. Dann sind wir hier auf der Seite 16. Hier gibt es noch eine Mission und zwar Überflieger. Und in der Heftmitte haben wir die beiden Poster, die werde ich mal kurz raustrennen. Hier haben wir mal das erste Poster im Hochformat von Nocten. Sehr cooles, düsteres Bild hier mit dem schwarz-roten Hintergrund. Die Figur sieht natürlich auch klasse aus mit dem schwarzen Hut, der schwarzen Maske und auch dem schwarzen Anzug. Und dann dieses blaue Gesicht mit den verschiedenen Blautönen. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr cool aus. Und auf der Rückseite haben wir ebenfalls ein Poster im Hochformat. Hier sieht man den Cole, wie er gerade auf dem Erddrachen reitet. Sieht auch sehr cool aus. Ich mag hier auf jeden Fall den Zeichenstil. Gut, dann schauen wir weiter in das Magazin. Hier rechts sieht man, dass man das Heft eben auch abonnieren kann. Und auf der nächsten Seite, da geht das Comic weiter. Das werde ich auch wieder kurz überblättern. Das Comic ist dann hier vorüber und auf den Seiten 28 und 29 gibt es nochmal eine Mission und zwar falsche Fakten. Dann haben wir hier auf der Seite 30 und 31 den Drachenstein-Tempel. Ein ziemlich cooles Set, das ich noch nicht vorgestellt habe. Das muss ich noch aufbauen und vorstellen. Auf jeden Fall ein schönes Set. Optisch echt gelungen mit diesem Drachen aus Stein und auch dem Baum und dem Wasserfall. Sieht eigentlich ganz cool aus. 1212 Teile hat das Set und 6 Minifiguren. Auf jeden Fall ganz cool. Dann haben wir auf der nächsten Seite noch ein Spiel und zwar Würfeljäger. Und rechts haben wir ein paar Informationen zu den neuen Sammelkarten, zu der Ergänzungsserie Next Level. Was ich hier ziemlich cool finde, es gibt hier so Drachenpower-Karten, wieder so Doppelkarten mit einem Drachen und einem Ninja. Die gab es ja schon mal, ich glaube in der Trading Card Game Serie 3 oder 4, diese Doppelkarten, wo eben ein Drache mit dabei war und ein Ninja. Finde ich auf jeden Fall ganz cool, dass die wieder zurückkommen. Passt natürlich jetzt auch wieder zu der neuen Staffel bzw. zu Dragon's Rising. Hier unten sieht man nochmal die anderen mit Jay, Lloyd, Cole und Kai und hier eben mit Zane. Sieht auf jeden Fall ganz cool aus und auch hier noch ein paar Karten, wie die dann eben aussehen. Ein paar haben wir ja gerade schon gesehen. Ja, und hier auf der letzten Seite, da kann ich euch natürlich wieder bloß den oberen Teil zeigen. Unten sind ja die Lösungen für die Rätsel. Also das nächste Magazin erscheint am 6. September und da bekommen wir als Minifigur dann den Zane und als weiteres Extra dann die nächste limitierte Karte und zwar die LE3 mit dem Cole. Das Magazin werde ich euch dann natürlich auch wieder vorstellen. Hier unten habe ich euch jetzt mal die Playlist von den neuen Lego Ninjago Sets verlinkt, könnt ihr gerne mal reinschauen. Und das war's dann mal soweit von mir. Macht's alle gut und ciao!